Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und jetzt gibt es meine persönliche Prognose zum zweiten Bundesligaspieltag der neuen Saison 2023-2024. So, Freunde, bevor wir zu den neuen Duellen des zweiten Spieltags kommen, arbeiten wir erstmal ein paar Punkte ab und starten mit der Kicktipp-Runde, dann gehen wir in die zweite Liga rüber und dann gibt es noch die ein oder andere Information und dann gehen wir in die Prognose der neuen Partien, bevor wir das Video mit dem Wettschein des Tages beenden. Ja? Davor jedoch den Wettschein des ersten Spieltags analysieren, kurz. Ja? So, Freunde. In der Kicktipp-Runde, da können sich die ein oder anderen noch anmelden. Gibt es noch freie Plätze, gratis. Ja, wer noch gerne mitspielen möchte. Erster Platz gewinnt ja ein Heimspiel von Hertha BSC in der nächsten Saison zusammen mit dem Onkel. Ja, wurde ja auch alles im ersten Intro-Video der Saison erklärt. Und kommen wir zu den Resultaten, zu der Auswertung der ersten, des ersten Spieltags. Tagessieger war Vital 16 mit 160 Punkten, zweiter Protoplas mit 150 Punkten und Caporaro auf dem Bronze-Rang mit 138 Punkten. Ich bin auf dem geteilten 8. Rang mit 126 Punkten momentan. Ja? Dann, Freunde, ja, für mich, ich würde mal sagen, erstmal das Getränk zum Video. Ja? Wie in jedem Video. Und das ist aktuell mein Lieblingsgetränk, Freunde. Ja? Schultenbräu, Fassbrause, Cola, Orange, alkoholfrei. Also 1A bei Aldi. Sehr guter Preis. Mischka, viele Puschka kostet du, ja? Um die 50 Cent. Also sensationeller Preis. Und Preis-Leistungs-Geschmacksverhältnis ist top. Top, Freunde. Ne? Da gönne ich mir doch erstmal ein Schlückchen. Ah, und so können wir doch ins Video starten. Unfassbar lecker. Ja, 1A momentan. Eiskalt, umso besser. Ja, die Kicktipp-Runde haben wir durch. Und dann, Freunde, ja, auf das Spiel, was alle schauen in der zweiten Liga, ist klar. Ne? Im Olympiastadion das Top-Duell zwischen dem Tabellen 18. Hertha BSC Berlin, dem Erstliga-Absteiger, und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und ja, Freunde, ne? Die Hertha, 3 Niederlagen in Folge, jetzt haben sie noch den Kapitän vom Bord gelassen. Ne? Man muss auch wirklich sagen, wenn das Schiff sinkt, fliehen die Ratten, ne? Sagt man ja immer. Richter hauste rein, für 3 Millionchen reingehauen und auch Serdar ist weg. Ne? Also an Qualität, trotz Tabellenplatz 18, an Qualität noch verloren, ne? Und das ist ein sehr heikles Duell jetzt. Ne? Jetzt muss eine Gegenreaktion kommen, aber so wie ich sie momentan spielen gesehen habe, das ist ja Schildkröten-Tempo ohne Elan, ohne nichts. Ne? Da geht es rapide in Richtung dritte Liga. Und ich habe vor ein paar Tagen eine kurze Prognose gemacht und da habe ich mir einen 4-1 bis 2-1 Hertha BSC-Sieg notiert, da der Knoten platzen muss. Und der erste Sieg endlich im Olympiastadion hier errungen werden muss. Sonst wird es ganz, ganz bitter. Ne? Aber nach den 2 Verlusten sehe ich das auch wieder mit einem anderen Auge. Ne? So krass unter Druck, wie sie jetzt stehen, der Trainer, das Team, die Stadt, das Olympiastadion, kann Greuther Fürth natürlich in der Krise natürlich reinstechen. Ne? Können sie natürlich gefährlich das ausnutzen. Und bevor wir hier zu einer Prognose kommen, die Hertha ja 0 Punkte, 0-1, 0-1, 0-3, 0-5 Tore, kein Tor in 3 Partien erzielt, ist momentan grottenschlecht. Ne? Und ich wollte eigentlich ins Stadion, muss mal schauen, ob ich das schaffe. Und ich muss mal so sagen, ne? Der leichteste Weg in den deutschen Profifußball, Freunde,
in der aktuellen Zeit, in der momentanen Zeit ist, sich von Pal Dardai adoptieren zu lassen, Freunde. Da schafft man es ganz, ganz schnell mit einem Nachnamen in die Zweite. Da ist man automatisch Zweitligaspieler. Ne? Deswegen alle, die vielleicht das vorhaben, nochmal hier auf die schnelle Profi zu werden, einfach Dardai anrufen und kurz fragen, ob man regeln kann, dass man schnell Cousin, Bruder oder Onkel einfach der Dardai-Familie werden kann. Ne? Ich sage trotz allem, Hertha muss den Durchbruch schaffen und trotz allem traue ich denen keinen Sieg zu. Ne? Ich muss sagen, ich bin von der totalen Überzeugung, dass sie zu Hause gegen Greuther Fürth gewinnen werden. Es ist rapide abgestiegen. Ne? Wie die Quote gestiegen ist, die war glaube ich bei 1,80 Sieg Hertha, jetzt ist sie bei 2,4. Das sehen auch die Buchmacher so. Ne? Und ich würde hier sogar realistische Chancen auf einen sehr guten, wenn sie das taktisch gut angehen und zur Führung, zur Auswärtsführung treffen, sogar Greuther Fürth einen Auswärtssieg im Olympiastadion zutrauen. Ne? Ich sage, am Ende trennen die sich 1-1, obwohl, ja, aber ein Muss gibt es nicht. Man sagt ja, eigentlich müsste Hertha das gewinnen, aber ein Muss gibt es nicht. Ne? So gesehen, schweres Ding, ich sage 1-1, obwohl es eigentlich ein Sieg werden müsste. Ne? So, Freunde, dann würde ich mal sagen, kommen wir auf den Spieltag zu sprechen. Bayern München gegen Augsburg. Ja? Ich habe das jetzt hier nicht von der Freitagspartie aus notiert. Ja? Deswegen gehen wir die Spiele einfach durch. Ich glaube, Bayern-Augsburg ist sogar Sonntag. Ja? Wir gehen die Partien jetzt einfach mal durch und ihr schaut dann, wann die Partien stattfinden. Bayern gegen Augsburg ist für mich eine klare Kiste. Die haben Bremen 4-0 ganz klar und deutlich in der Endphase auseinandergenommen. Auch wenn Musiala ausfällt, verletzungsbedingt. Augsburg hat zu Hause 4 Buletten kassiert von München. Gladbach auswärts in München, no chance. Ein ganz klarer Kantersieg Bayern München gegen Augsburg, 6-0. Ja? Und da wird der Hardy natürlich 2-3 Mal zustechen. Für mich ein ganz klares 0-2 bis 0-3 Handicap, was man anspielen kann. Über 4,5 Tore, was ich hier als Quote empfehlen kann, ist, dass Bayern über 3,5 Treffer macht. Leipzig gegen Stuttgart, ja, die Stuttgarter haben jetzt natürlich eine ganz extrem starke Säule in der Abwehr mit Mavropoulos, den Griechen, verloren in Richtung West Ham. Ne, ist natürlich ein sehr großer Verlust. Und auch wenn sie jetzt Tabellenführer sind und Bochum 5-0 besiegt haben, ja, ist es natürlich jetzt ohne Mavropoulos auswärts eine ganz andere Schublade, ein ganz anderes Level in Leipzig zu bestehen. Für mich auch hier eine ganz klare Kiste. Leipzig wird Stuttgart klar und deutlich mit 5-0 besiegen. Für mich auch hier ganz klares Handicap 0-1, 0-2 Handicap, über 3,5 Tore in der Partie. Und als Stuttgart das letzte Mal Tabellenführer war, haben sie den Klassenerhalt erst am 34. Spieltag geschafft. Freiburg-Bremen auch eine klare Kiste. Bremen ist einfach schlechter als schlecht, wenn sie schon zu Hause 0-4 von Bayern bekommen, die jetzt nicht gerade Bäume ausreißen, ne, mit dem Kader, sind sie natürlich in Freiburg im Breisgau klar unterlegen. Freiburg wird Bremen klar und deutlich mit 4-1 besiegen. Für mich hier auch ein Handicap 1 auf Freiburg anspielbar. Ansonsten Heimsieg Freiburg. Mainz-Frankfurt ist so eine Sache. Ne? Mainz hat einen Spieler, ich merke mir halt Spielernamen nicht von Spielern, die im Spiel 2 Elfmeter vergeigen. Ne? Aurio Jororo, wie der da heißt. Ne? Einfach 2 Elfmeter gegen Union vergeigt. Sonst wären es 3 Treffer an der alten Fürsterei. Muss man auch erstmal machen. Ansonsten war es eine 1-4 Klatsche. Frankfurt hat nicht glatt überzeugt zu Hause gegen Darmstadt, nur 1-0. Ich glaube, es ist ein 50-50-Spiel. Es ist so ein Spiel auf Messers Schneide. Unentschieden von 1-1 würde mich nicht überraschen, 50-50-Ding, aber ich gehe in Tendenz Frankfurt. Ich sage, Frankfurt wird in Mainz auswärts knapp mit einem Tor gewinnen, 2-1. Ja? So gesehen, beide treffen, x2, beide treffen, Frankfurter Sieg. Gladbach-Leverkusen, ja, die Gladbacher immer noch nicht mit einem Auswärtssieg. Nur ein Auswärtssieg letzte Saison, jetzt in Augsburg
auch nur ein 4-4 in Anführungsstrichen. Leverkusen hat zu Hause Leipzig besiegt mit 3-2. Da lag ich sogar fast richtig. Ich habe ja gesagt 2-2. 3-2 Tendenz Leverkusen oder 3-2 Tendenz Leipzig ist in die Tendenz Leverkusen gegangen. Hier sage ich, wird Gladbach ist zu Hause natürlich ein ganz, ganz viel, viel stärkeres Team, als wenn sie auswärts auftreten müssen. Und ich sehe hier die Leverkusener trotz allem qualitativ um einiges besser. Haben jetzt schön mit 3 Punkten gegen Leipzig mit einem sehr wichtigen Heimsieg begonnen. Und ich sage, trotz allem wird das ein Schlagabtausch sein, hin und her. Wird ein ähnliches Spiel wie Leverkusen gegen Leipzig sein. 2-2 kann es auch hier zur Halbzeit stehen oder bis zur 60. Minute. Am Ende sage ich, wird Leverkusen sich mit 2-4 durchsetzen, auswärts. Ja, weil sie qualitativ besser sind und sie werden dann Nadelpunkte in den Kontern und durch Einzelaktionen die Gladbacher brechen. Obwohl die Gladbacher natürlich ein ganz anderes Team haben, aber man muss erstmal schauen, ob sie auch so heimstark diese Saison sein werden wie letzte. Denn mit Thuram und noch ein paar Säulen sind natürlich ein paar Stammspieler von Bord gegangen, die natürlich eingespielt waren. Ich sage 2-4, x2 Leverkusen verliert nicht in Gladbach, beide treffen über 3,5 Partie. Köln gegen Wölfe ist so eine Sache. Köln sehr stark, nur 0-1 Niederlage in Dortmund. Wölfe 2-0 gegen Heidenheim ist so, beide können treffen, kann auch 0-0 sein. Für mich so eine x-Partie, 1-1. Ja? 1-1, Köln sieht nicht so aus, dass Köln zu Hause die Wölfe schlagen kann. Sieht aber auch nicht so aus, dass die Wölfe in Köln bestehen können. Für mich so ein 1-1, beide treffen, x-typisches Remis-Spiel. Bochum gegen BVB, BVB nur 1-0 gegen Darmstadt. Bochum eine ganz krasse Pleite mit 0-5 in Stuttgart. Aber zu Hause waren sie auch schon in der letzten Saison sehr, sehr stabil mit 8-2-7. Also 8 Heimsiege, das war der Grundstein zum Ligaverbleib, ne? Trotz allem denke ich, dass die Dortmunder jetzt mal wieder ein bisschen was gut machen müssen, obwohl es meiner Meinung nach ein sehr schwieriges Spiel in Bochum sein wird. Ne? Trotz allem, auch wenn Bochum das erste Spiel so vergeigt hat, hat sich Dortmund zu Hause nicht mit Ruhm bekleckert. Und auswärts waren sie auch letzte Saison nur 8-3-6, also 6 Niederlagen, 9 Spiele haben sie auswärts nicht gewonnen. Ich traue den Bochumern zu Hause gegen Dortmund ein Tor zu, mehr aber nicht. An einem schlechteren Tag nur ein knapper 1-2-Sieg, an einem normalen Tag 1-3 und ich gehe von einem normalen Tag aus. Ich sage, Dortmund besteht in Bochum mit einem 3-1-Auswärtssieg. Beide treffen für mich über 1,5 Tore Dortmund, über 2,5 Tore Dortmund. Kann man ins Auge fassen. Beide treffen auch sehr interessant, da die Dortmunder vor allem auswärts anfällig gegen jeden sind, sich ein Ding zu fangen. Und dann in Anführungsstrichen die Überraschung des Spieltags, Heidenheim gegen Hoffenheim. Und hier muss man sagen, die Hoffenheimer schon letzte Saison sehr, sehr auswärts schwach mit nur 3 Auswärtssiegen und hier 10 Auswärtsniederlagen bei 4 Unentschieden. Also die haben von 17 Spielen nur 3 Auswärtssiege errungen können. 10 Auswärtsniederlagen aber kassiert. Und Heidenheim mit dem Trainer, der da schon seit einem Vierteljahrhundert rumchillt, ne? Die werden ausverkaufte Hütte haben, die werden sich voll in die Schlacht, in die Bundesliga Heim-Premieren-Schlacht reinschmeißen. Und ich glaube, hier, das ist mehr so ein DFB-Pokalspiel. Die schwachen Hoffenheimer, die schon oft enttäuscht haben, auswärts, letzte Saison, gegen jetzt die Heidenheimer, die eigentlich ein sehr, sehr stabiles, eingespieltes Zweitligateam haben und die zu Hause jetzt alles reinfuttern werden, ne? Um den Ligaverbleib zu schaffen, muss man gegen solche Gegner zu Hause wie Hoffenheim punkten. Und ich sage hier, Heidenheim wird Hoffenheim zu Hause besiegen. 2-0. Natürlich ist damit Kramaric und Weghorst immer für ein Türchen, ist da Hoffenheim gut. Aber ich denke, damit Heidenheim das Spiel gewinnt, müssen sie hinten sauber bleiben. Und ich glaube, die werden da alles reinwerfen, um hinten richtig stabil zu stehen und vorne Nadelstiche zu setzen. Und ich habe hier auch ein 2-1 stehen. Trotz allem bleibe ich bei dem 2-0. Ich sage, Heidenheim besiegt Hoffenheim mit einem 2-0. Ansonsten alle, die das Risiko minimieren möchten, gehen hier auf 1x. Heidenheim. Und dann sind wir bei Darmstadt gegen Union. Darmstadt, sie an, nur 1-0 in Frankfurt verloren. Union, mit Behrens, ne? dem Haudigen von Sandhausen, der hat ja überwiegend nur Regionalliga gespielt und dann ballert er als erster Spieler in der Bundesliga einen Hattrick mit 3
Kaffertoren. Ne? Also sie an. Und Darmstadt wird hier in Darmstadt gegen dieses Champions League Union mit Volland und Gosens, die langsam in den Kader eingefügt werden und den positiven ersten Erstligaspieltag-Start, ne, den positiven 4-1-Flow, nichts zu melden haben. Ganz klare 0-3-Kiste für Union. Union gewinnt in Darmstadt eiskalt, trocken mit 3-0 auswärts. Für mich eine 2 auf Union. Alle, die das Risiko lieben, können sogar Handicap Union-Sieg auswärts versuchen, wird aber natürlich auch in Anführungsstrichen schon ein etwas schwierigeres Unterfangen. Aber die Quote geht auch an 1,90, zirkuliert circa bei 1,90, kommt an 2 ran für Auswärtssieg Union und das wird meiner Meinung nach ein Unioner Auswärtssieg. An alle Tennis-Experten, ich habe einen sehr guten Kollegen aus Berlin über Instagram kennengelernt, der ist ein Tennis-Fachmann, ja? Der liebt Tennis so sehr von klein auf wie ich und wir sind jetzt die Tage so am Kommunizieren und möchten für die Tennisfans schön euch etwas bieten. Ja? Wir fangen mit dem US Open Turnier an und es folgen noch Infos, vielleicht kommt sogar ein neuer Kanal extra separat für unsere Tennis-Prognosen. Und wir schauen, welche Social-Media-Seiten wir dann noch eröffnen werden. Ja? Und dann werdet ihr auch zu den wichtigen Top-Turnieren, Tennisturnieren und Top-Spielen, werdet ihr immer wieder ausführliche super Prognosen bekommen, super Fakten zu den Spielen, Insider-Informationen. Wir sind da richtig was dahinter für die Tennis-Fans. Etwas Schönes aufzubauen. Also an alle, die Tennis lieben und die auch sehr gerne Tennis wetten und Tennisprognosen interessiert sind für Tennisprognosen, da wartet etwas Schönes auf euch. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal die Scheine durch. Ne? Und ich muss euch sagen, das habe ich gewusst. Alles andere war hier falsch. Aber ich muss euch sagen, ich habe auf den Schein hier Leverkusen, Leipzig, schießen beide Teams ein Tor in beiden Halbzeiten gespielt. Und Leverkusen gegen Leipzig war auch wirklich so, ne? Dass beide Teams in beiden Halbzeiten getroffen haben, war eine saftige 7,5-Quote. Ne? Also sehr schön, hier ist auch Union gekommen, aber leider Dortmund nicht, Darmstadt und dann ist oben auch noch ein bisschen was nicht gekommen. Aber das war eine schöne, knackige Quote. Stellt euch mal vor, mit einem Grünen sind das sieben Scheine in the tash, wie ich immer sage. Ne? Und dann gehen wir kurzerhand mal den Schein durch. Und wer die Freitagspartie und Sonntagspartien ausgelassen hat und nur die Samstagspartien, die um 15.30 Uhr ne, genommen hat, nur die Samstagspartien um 15.30 Uhr, alles richtig. Dieser Kombischein Samstag 15.30 wäre alles gekommen. Und woran hat dieser Schein gescheitert? Der war schon ziemlich gut für den ersten Spieltag, muss man sagen. Bremen hat nicht getroffen. Über 4,5 Tore und beide Treffen hat halt Bremen nicht getroffen. Ein einziges Bremer Tor. Dann Dortmund gegen Köln war über 2,5 Treffer Dortmund. Dortmund hat nur eins leider gemacht. Zwei Dortmunder Treffer haben hier zu Hause gefehlt, ne? Was eigentlich ja auch eigentlich packbar ist. Und bei Frankfurt-Darmstadt war es ein Handicap-Sieg Frankfurt. Und da war es halt nur am Ende 1-0. 2-0 wäre auch das gekommen, auch ein Frankfurter Torchen hat gefehlt. Also ein Tor Bremen, zwei Tore Dortmund, ein Tor Frankfurt und wir hätten die 800 Tacken hier schon einkassiert am ersten Spieltag. Ja, trotz allem, was ist gekommen? Leverkusen, Leipzig, beide Teams treffen und über 2,5. Augsburg, Gladbach trifft mindestens zweimal. Hoffenheim, Freiburg, beide treffen. Stuttgart, Bochum, Stuttgart trifft mindestens zweimal. Wolfsburg, Heidenheim, Heimsieg Wolfsburg und Union Mainz, Heimsieg Union. Und jetzt kommen wir zu dem Schein für diesen Spieltag, Freunde. Und dort habe ich Folgendes gespielt. Diesmal mit 4,20. Jetzt mal nochmal ein Schlückchen hier. Folgendes gespielt. Leipzig, Stuttgart, über 2,5 Treffer Leipzig. Ja? Ich denke, wird eine ganz klare Kiste zu Hause, ist eine 2,35er. Heidenheim, Hoffenheim, habe ich das Risiko minimiert mit 1x, dass Heidenheim zu Hause gegen Hoffenheim nicht verlieren wird, mit einer 1,67er. Köln, Wolfsburg, beide Teams treffen. Freiburg, Bremen,
Heimsieg Freiburg, Darmstadt Union, Auswärtssieg Union, Bochum gegen Dortmund. Diesmal über 2,5 Treffer, davon kann ich nicht lassen, dass Dortmund mindestens 3 Tore schießt in Bochum. Gladbach, Leverkusen, beide Teams treffen und über 2,5 Partie mit einer 1,65er. Mainz gegen Frankfurt, beide Teams treffen mit 1,52. Und Bayern München gegen Augsburg, Bayern München trifft mindestens 4-mal. Ich gehe von 4 Bayern-Toren auch an diesem Spieltag wieder aus. Über 3,5 Treffer Bayern München. Da sind wir bei einer Gesamtquote von 158,41. Mit 4,20 sind das 630,48 €. Das ist der Wettschein zum zweiten Spieltag. Ich werde die Spieltagswettscheine hier ansammeln und vielleicht werde ich die dann alle unterschreiben und am Ende am 34. Spieltag einfach verlosen als Erinnerungsstück vom Onkel, Freunde. Dankeschön an jeden Daumen hoch. Freut mich sehr, Freunde, dass wir immer um die 150 Daumen hoch hier erreichen. Manchmal sogar mehr, 190. Ne? Deswegen freue ich mich über jeden Daumen hoch. Video wäre eigentlich gestern schon gekommen. Habe ich ja auch schon auf Instagram erwähnt. Aber mein Sohn hatte gestern eine Operation und ich war voll bei meinem Partner. Ne? Habe ihm den Rücken gestärkt, alles gut überstanden. Und deswegen kommt die Prognose auch heute erst am Donnerstag. Aber ich denke, dass ich sie schon ab dem nächsten Spieltag dann Mittwoch online stellen werde. Freut mich, dass euch das Video gefallen hat. Ich grüße alle. Gebt mir eure Tipps, wie spielt Hertha gegen Greuther Fürth? Und wie glaubt ihr, wie die gewissen Partien, vor allem Heidenheim gegen Hoffenheim, ausgehen werden? Werde ich mir durchlesen. Ich werde mit euch auch hier wieder ein bisschen diskutieren, unten in der Kommentarleiste. Und dann würde ich mir sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. 22 Minuten, ich kann mich halt noch nicht so kurz fassen, Freunde. Seit der Sommerpause, ne? Da war die Pause zu lang. Ich muss jetzt auch wieder versuchen, mir das alles so zu legen, dass ich wieder in den Flow komme, hier auf 10 bis 12 Minuten, ne? Weil das ist doch ein bisschen lange, obwohl auch viele sich 30, 40 Minuten Blockbuster-Videos vom Onkel natürlich auch liebend gerne reinziehen. So gesehen bedanke ich mich fürs Zuschauen, Freunde, und wir sehen uns im nächsten Video. Mein Name ist Maverick Blind, ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata macht die Geldziehmaschine. Yeah.